Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Yay. Letztes Mal haben wir ein bisschen aufgemischt da. Genau. Wir haben letztes Mal ein bisschen sneaky peeky rumgemacht, wie eigentlich immer. Und die Journalistin haben wir ja rausgebracht. So. Oh, Zieloptik. Und was ist da? Sturmgewehr, ja. Dann holen wir uns mal die Zieloptik. Drei-Punkt Lasergewehr für Sturm. Ding. Wir könnten. Ja. Und da oben ist keine Ahnung was. Genau, da sind wir gerade, gell? Ja. Genau. Ja, dann werden wir doch mal hier hoch fliegen und dann da runter. Genau. Gut, habt ihr denn sowas wie ein Helikopter hier oben? Sieht eher weniger so aus, ne? Wunderbar, dann... Alle Mann auf Motorrad? Ich fahre das Motorrad. Ohne mich weitergehen. So, alles klar. Wuhu! Hui! 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 Wow! Warte! Schade, dass ich kein Fallschirm... Verdammt, das war knapp. Fallschirm erforsche. Ich glaube, ich erforsche mal den Fallschirm. Warte mal. Wo kann ich den Fallschirm... Wo ist denn der Fallschirm hier? Warte, Objekte... Fängt das? Ablenkung? Ich könnte doch irgendwo einen Fallschirm. Oder? Konnte ich nicht. Hä? Ich dachte, ich könnte einen Fallschirm auswählen. Oder habe ich den von Haus aus? Warte mal. Einstellungen? Achso, nee. Spiel? Nee. Video? Nein. Controller? Nein. Ja, okay, dann vielleicht steht's hier irgendwo. Ich sehe es gerade nicht. Vielleicht steht es auch nicht hier. Allgemeine Fahrzeugtrupp. Taktiken. Fallschirm? Leertaste. Gut, also es sah auf jeden Fall sehr lustig aus. Also ich habe mich amüsiert. Immer stehen bleiben. Es sind Gegner in der Nähe. So, da oben. Ja, ist egal. Warte, ich mach mal ein bisschen leiser für mich. So. Gut, alles klar bei uns. Ja, bei mir auch. Und bei dir? Hat er ja gerade gesagt, sorry. So. Stimmt, nee, jetzt habe ich ja... Genau. Den neuen Sniper. Der ist nicht ganz so genau.
Aber wenn ich daneben schieße. Aber wenn ich daneben schieße, ist es auch nicht so schlimm, glaube ich, weil ich mehr feuern kann. Der ist auch leiser. Ja, aber ich kann halt nicht so weit schießen, ne? Das ist schon ein kleines, klitzekleines Problem, finde ich. Vor allem mit den anderen habe ich ja richtig cool. Uiuiui. Ach komm. Oh nein. Oh, ich muss ja auch irgendwie. Okay. Neuer Start. Zurück zum Hauptmenü. Danke. So. Ja, ich musste ja irgendwie hier in die Spalte rein, ne? Das klingt seltsam. So. So, gut. Dunkle Bereiche. Wenn Sie verborgen vorgehen, nutzen Sie dunkle Bereiche, sowohl bei Nacht. Ja, das hat man ja mal in der Mine gesehen. Da war es stockdunkel. Und das hat nichts gebracht. Die haben mich trotzdem gesehen. So. Fahren wir. Nochmal. Woohoo. Also, soweit geht's ja und dann stopp. Oder soll ich das mal probieren mit dem Fallschirm? Ob das geht. Ich meine Kollegen, die beamen sich ja zu mir, ne? Was ist das denn? Entschuldigung. Ja, naja, das war nicht so. Da hätte ich mehr Anlauf nehmen müssen. Naja, okay. Hey, ich komm nach. Na gut, dann testen wir das mal wann anders. Und genau. Viel zu schnell. Schön ruhig, brauner, graues, schwarzes. Das ist echt lustig hier. So, gut. Let's go. Ah, da. Ich bin Special Forces. Haha. Wie komme ich jetzt da nochmal hoch? Ach komm. Wie komme ich? Da. Motorrad wird schon ein bisschen von mir vergewaltigt, ne? Okay. Ah, warte. Der Point ist weg. Hier. Das Problem ist, dass ich hier jetzt in das andere Gebiet fahre. Im Bereich. Augen auf. Come on. Ich will nicht schon wieder festhängen. Sollte jetzt okay sein. Warte, ich steig mal ab. Okay, gut. Ich bin frei. Oh, super. So, dann lasse ich hier mal das Motorrad in der Spalte. Und da unten. Es gibt Feindaktivität. Ja, ich weiß. Die sehen mich aber nicht. Wo ich ganz unauffällig bin. So, krass, da ist alles voller Unidad. Das wird dann auch mal okay, von mir gesäubert.
Und zwar ohne Alarm zu geben. Ich sehe noch einen Tango. Noch ein dritter. So. Ich mach mal das mit der Drohne. Weil vielleicht ist einer im Gebäude noch drin. Ja. Aber sonst ist, glaube ich, niemand da. Ja. Dann mache ich einen Viererschuss, ne? Geh in Position. Ziel erfasst. Ich sehe das Ziel. Auf dein Zeichen, Boss. Abschuss bestätigt. Das lief ja sehr gut. War's das? Scheiße, meine Nerven, Mann. Da kommt ein Heli. Ja, läuft. So. Gut. Ja, das war doch mal ein erfolgreicher. Warte, ich muss mich mal kurz baden. Heli im Anflug. Ich kann mich hier nicht hinlegen. Na gut. Warte, kann ich da reinroppen? Ja, oder? Nee, sie steht auf. Schade. Du hättest echt mal ein Bad gebrauchen können, meine Liebe. Hui. Hallo. So. Und wo ist der Helikopter? Da. Was macht er da? Yo, hier ist eine Waffenkiste. Yo. Ach so. Geil. Das kann ich gut gebrauchen. Ich weiß. So. Neue Teile. Zieloptik. Präzision. Präzision. Sau gut. Da kommt ein Heli. Ja, aber von wem? Ach so, den sollen wir klauen, oder was? Oder, hä? Feindaktivität. Alter. Der Konvoi ist mit einem Heli. Ist ja heftig. Krass. Gut. So. Dann schauen wir mal. Eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Ein bekannter Ort. Hier ist Checkpoint. Dann gehen wir mal Richtung ja, einfach die Straße entlang, ne? Sind ja nur 600 Meter. Warte mal, ich will mal kurz schauen. Ah, verdammt, sieht man hier nicht. Wie weit das entfernt ist. Naja, egal. Ich wollte mal schauen, wie. Ach, hier sind alles Kühe. Süß. Wie weit ich schießen kann. Warte, ich mach mal hier einen Ping. 330 Meter. Da. Ja, aber also bei dem Zielfernrohr ist es schwerer, finde ich, zu treffen, weil da unten nicht diese Messlatte oder also diese. Hey, das sind Feinde. Hab noch einen Tango. Oh, das war ein Doppelkill. Nice. Genau, weil da unten eben nicht diese Markierung ist.
wie beim anderen Zifferno. Alter, die haben die beiden gekillt. Was für Schweine. Hey, die flutschen durch mich durch. Das ist auch seltsam. Gut, dann Drohne. Tankstelle. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Das macht 3. Markiere Gegner. Er steht da mit Einheimischen. Gut. Roger, ich gehe auf eine bessere Schicht. Such eine gute Schusslinie. Roger, Ziel erfüllt. Roger, Ziel erfüllt. Sekunde, geh in Position. Bereit für den Angriff. Greife Tangos an. Alles klar bei mir. Gut. Hier ist auch ein Helikopter. Das bringt ziemlich viel für uns. Schauen wir mal noch ein bisschen durch, ob hier wirklich niemand mehr ist. Oh, ich tue euch doch nichts. Ich befreie euch. So, aber ich glaube wirklich, hier ist nur... nix. Gut, dann Helikopter. Warte, auf der anderen Seite ist auch noch... Stopp, stopp, hier bin ich. Auf der anderen Seite ist hier auch noch was. Da war noch ein Fragezeichen. Willst du den Ort nach Informationen absuchen? Wenn du das sagst, dann wahrscheinlich, ja. Aber das sind ja unsere Leute. Aber wo soll ich denn das... Was für eine Wasserverschwendung. So, ja. Aber wo gibt's hier... Ja, hola. Aber hier gibt's ja nichts. Hier gibt's hier keine Information. Nur gut. Dann nehmen wir einfach mal den Hubschrauber. Ich fliege. Was ist das? Mein erforschter Ort. Der ist auch gleich da vorne, ne? Warte, dann lassen wir den Hubschrauber denen hier, weil die brauchen den jetzt sicher auch. Und übernehmen dann da vorne das. Weil da ist ja auch ein Hubschrauber da vorne. So. Grüß Gott. Ein Scharfschütze. Warte, dann schaue ich mal, was der Scharfschütze da so schützt. Ich sehe einen Scharfschützen. Zielgesichtet. Ha. Wieso sind da so viele? Da ist einer mit Maschinenpistole. Oh, okay, jetzt checke ich es erst. Das waren... Genau, Rebellenunterschlupf und die haben hier alle getötet. Okay. Jetzt sind da oben. Warte mal, jetzt sind da oben doch Drohne nur. Fliegt. Nur 4. Das ist ja ziemlich gut. Okay, bin unterwegs. Suche eine gute Position. Suche eine gute Schusslinie. Ziel erfasst. Okay. Ziel markiert. Auf dein Zeichen, Boss. Der Tango ist hin. Das ist gut. Das ist super. Ich liebe das, wenn es funktioniert, ohne dass es jemand checkt. So.
Verstanden. Lass mich in Position gehen. Roger, ich sehe das Ziel. Sekunde, geh in Position. Ich sehe es nicht. Bereit für den Angriff. Schieße! So, naja, gut. Meine Seite ist sauber. Ja, schön. Gut. Warte mal. Sehr schön. Ich gehe mal da hoch und schau mal, ob ich das auch treffe. So. Ich bin der Beste. Aha. Gut. Also, dann Hubschrauber. Die erkennen uns natürlich sofort, wenn wir den kapern. Dreh auf, los! Ja, ich dreh. So. Das können wir eigentlich auch. Können wir eigentlich auch so per Hand machen. Hier ist niemand. Noch nicht. Hey, hier ist ein Santa Blanca Orden. Das ist ein schönes Souvenir. Wisst ihr, was mir gerade kommt? Wir können wieder in den Hubschrauber steigen. In der Nähe treiben sich Gegner rum. Und mit dem alles zamballern. Wir haben sie aufgescheucht. Ich nehme die Penner unser Feuersoldatenrücken an. So geil ist die Idee dann doch nicht. Diese Sicarios ballern den Sender zu schwach. Dann schießt aufs Kartell. Erledigt. Ja, jetzt spawnen die da oben. Könnte knapp werden, wir sind fast kaputt. Oh, jetzt kommt ja auch noch ein Hubschrauber. Shit. Heli voll erwischt.
Bewegung, das geht gleich hoch. Ach, dort sind wir alle gleich tot. Oh. Okay. Das wusste ich nicht. Und da habe ich vergessen. Hm. Da gehen wir alle tot. Alle kaputt gehen wir dann. Ja, okay, ist ja logisch. So. Gut, aber dann würde ich das wahrscheinlich, sauber, alles sauber. Ja. Doch, selbst machen hier auf dem Boden. So. Wir wissen ja, wo die zuerst hinkommen. Herkommen. Da solltest du dich nicht verstecken, ne? Das ist nicht sehr klug. Hab keine Tangos auf dem Radar. Ja, jetzt nicht mehr. Auf dieser Seite ist alles klar. Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Loch. Hä? Alles klar? Für einen Moment sah es ziemlich eng aus. Der hat überhaupt nichts mitbekommen. Passt auf, wir haben Feindaktivität. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Shit, der Sender ist schon beschädigt. Das war knapp. Greife Tangos an. Mein Heli, los, runter. Zerstören den scheiß Sender. Runter. Botschaft gesendet. Jetzt werden die Rebellen es Santa Blanca zeigen. Das war's. Alle okay? Offensichtlich nicht. Die haben nicht geantwortet. Entschuldigung, der war lauter, als ich beabsichtigt habe. Ah, hier. Da sind nur eine Handvoll Tango beim Lagereingang. Nice. Ich werde vom Lagereingang befreit. Alter! Jetzt erstmal was trinken hier. Wo fahrst du so lange? Sauber, alle in Ordnung? Bis auf zwei.
Okay. So, also, das war doch mal ein Ausflug hier. Gut, wohin als nächstes? Neu. Das ist nicht neu, das hatten wir schon. Stehen Sie den Hubschrauber? Ja, genau. Stimmt. Genau. Wollen wir zuerst dahin für schnellere Zielerfassung? Ja, das klingt doch gut. Und nachdem gehen wir dann runter. So. Nochmal was trinken. So. Also. Da ist auf jeden Fall schon mal einer. Den könnte ich gleich wegholen. 200 Meter. Also 300 ist ja nichts. So. Da ist auch einer drin. Wagen mit montierter Waffe. Alarm hier drüben. Hatten wir das nicht schon mal? Wir haben Alarm eingerichtet. Also zweimal Alarm ist natürlich kacke. Alarm hier drüben. Wagen mit montierter Waffe. Alter, dreimal. Ich hab den Generator. Junge. Okay, dann gehe ich mal auf den Felsen. Und richte mich da schön ein. Und sag guten Tag. Und guten Tag nochmal. Nee, da. Eigentlich haben die alle nur einen. Also einen Scharfschütze da oben. Aber ja, schauen wir mal. Gut, unter mir hier im Lager sind sehr viele drin. Wagen mit montierter Waffe. Feind markiert. Mit dem sind's fünf. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ich sehe einen Hauptmann. Puh. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Da könnte man sehr gut einfach reinfliegen. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Okay. Da ist eine montierte Waffe. Den könnten wir holen. Hä? Ah, da. Der steht gerade hinter der Waffe. Das ist unpraktisch. Und den da oben habe ich auch noch nicht gesehen. Was macht denn jetzt dieser blöde Helikopter hier? Ja, den habe ich noch nicht gesehen, Tobi. Du bist schlau, den hast du schon gekickt. In dem Bad. Warte, dann gehe ich mal da hoch. Auf den Hügel. Und, ja, dann mache ich Sachen. Ich glaube, von hier habe ich dann eine bessere Überlebenschance und Ausschaltungschance. So. Okay, 2,9 ist zwischen oberen und unteren. Hier gibt es halt 4 Alarmdinger. Den Alarm ausgeschaltet.
Alarm ist aus. Ja, der hat da was gecheckt, ne? Gut. Der liegt halt da ziemlich bescheuert. Oh yeah. Der liegt da gut oben. Der liegt da auch gut oben. Der Alarm ist aus, es wird keine Verstärkung erschienen. Sehr schön. Alter, war das gut oder war das gut? So. Also, dann schaue ich nochmal mit der Drohne. Aber das ganze Dorf werden wir dann erst nächste Folge. Vorsicht, Sicario mit einer Maschinenpistole. Am Hauptquartier. Oh, ist ja gut. Was ist denn mit meinem Bauch los? Mit meinen Rülps los. So. Markiere einen Hauptmann. Gut, dann haben wir draußen alle. Dann da drüben gibt es noch mindestens zwei. Seriengeschützte. Genau. Da gibt es auch noch ein paar. Markiere Feind. Gut. Aber ja, wie gesagt, das machen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.